Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in The Bureau. Ja, noch ist es nicht so weit, dass es pausiert wird. Noch ist die Mod von Sure AI nicht raus. Agent Weaver hat sich in ihrem Büro eingeschlossen, nachdem sie das von der Silva erfahren hat. Scheiße, ich würde mich auch in meinem Büro einschließen, wenn ich eins hätte. Und mich dann ordentlich zusaufen. Oh Mann. Okay, ich denke, ich muss zum Boss, ne? Zu Le Chefe. Wo ist er denn? Da. Ich vermute, das ist kein Freundschaftsbesuch. Charles Key ortet das Signal auf einem verlassenen Campingplatz im Südwesten Oregons. Genau da, wo Agent Weaver meinte. Es ist Axis. Er muss dort sein. Je eher wir ihn finden, desto schneller finden wir Mosaic und verjagen diese Arschlöcher von unserem Planeten. Okay. Agent Weaver hat Axis jahrelang gejagt. Sie will ihn unbedingt zur Strecke bringen. Sie verdient es, dabei zu sein. Das ist das Problem, Agent Carter. Ich brauche Leute mit einem kühlen Kopf. Aber abgesehen davon verlasse ich mich auf Sie. Okay. Hab ich ein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Da steckt doch mehr dahinter. Was ist los, Falk? Wir brauchen Axis lebend. Und Sie kriegen das am ehesten hin. Dr. Weir braucht alle Informationen, die der Kerl in seinem Kopf hat. Wenn er stirbt, sind diese Informationen verloren. Verstanden? Okay. Lebend fassen. Aber ich weiß nicht. Ich möchte Weaver mit dem Team haben. Daraus wird nichts. Warum? Ich bin es nicht gewöhnt, mich Sagen Sie schon! Weil es Ihnen an Zurückhaltung mangelt. Denken Sie an Ihre Vergangenheit. Ich kann nicht riskieren, dass Weavers persönliches Interesse an Axis die gesamte Mission gefährdet. Und warum schicken Sie dann mich? Ich weiß, Sie schaffen das. Und wenn nicht, verliere ich nur einen meiner besten Agenten. Nicht beide. Okay. Ich will ihn trotzdem haben. Sie ist eine unserer besten Agenten. Und Sie sind der andere. Wir haben schon Da Silva, Nils und mindestens ein Dutzend weitere Agenten verloren. Ich riskiere nicht zwei meiner besten Leute in einer Mission. Besonders nicht, wenn einer davon ein Risiko für den Einsatz darstellt. Aber Sie müssen... Achtung, Sie haben keine Starterlaubnis. Sky Ranger Foxtrot 9-1, kehren Sie sofort zur Basis zurück. Verdammt. Weaver. Großer Gott, sie ist unterwegs zu Axis. Und Sie dachten, ich wäre disziplinlos. Sie müssen sie stoppen. Stoppen? Soll das etwa heißen... Nein, natürlich nicht. Nur wenn es nötig ist. Finden und beruhigen Sie sie. Wir brauchen Axis lebend. Wir brauchen beide lebend. Richtig. Holen Sie Ihr Zeug und kommen Sie in die Zentrale. Dann besprechen wir die Details. Tja, also, Weaver ist schon los und versucht es auf eigene Faust. Na ja, gut, ich, nee, das wird nicht so interessant sein. Was heißt nicht interessant? Nicht relevant. Gut, machen wir uns weiter. Das heißt, auf uns wartet die nächste Mission. Wir müssen auf jeden Fall Weaver aufhalten, da wir ja Axis lebend brauchen. Naja. Moment, nee. Agentenauswahl, schauen wir doch mal. Wir haben ja das letzte Mal auch jemand Neues dazu bekommen. Ich will mal gerade schauen. Das war doch dieser Russe, oder bin ich blöd? Wo ist denn der hin? Das war er, oder? Jo, das war der, meine ich. Er ist Techniker und hat schon Stufe 4. Genau. Machen wir DeWitt raus. Machen wir DeWitt raus und holen wir uns ihn hier rein. Genau. Dann will ich mal gucken, wie es mit seinen Fähigkeiten aussieht. Neue Fähigkeit lernen. Ja, ja. Das kaufen wir schon mal. Dann
Was ist das? Die Abklingzeit bei Minling ist kürzer. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wir nehmen das hier. Genau. Dann habe ich in der Schlacht dann zwei Geschütztürme zur Verfügung. Weil die können das ja beide jetzt. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Okay, das denke ich mal war's hier. Und ich will noch mal gucken, was hat denn der für eine Ausrüstung? Ja, das dachte ich mir schon fast. Ich will dem auch mal das Taktiker-Pack antun. Okay. Schließen wir das. Und dann gehen wir zur Mission. Und zwar zu dieser hier. Agent Weaver hat einen Vorsprung, aber mit Barnes als Pilot sollten Sie Zeit gut machen. Ihr Auftrag lautet, dafür zu sorgen, dass das Zielobjekt am Leben bleibt, bis die nötigen Informationen gesammelt wurden. Agent Weaver darf das Zielobjekt auf keinen Fall liquidieren. Los jetzt! Okay, dann sehen wir mal zu, dass wir das auf die Reihe kriegen, ne? Ja, das ist äußerst blöd, wenn dann einer der Agenten verrückt spielt und sein eigenes Ding versucht durchzuziehen. Sowas kann immer die gesamte Mission zum Scheitern bringen, ne? Wenn es ganz blöd läuft. Mir ist das hier gar nicht geheuer. Ja, ja, ich weiß, was Sie meinen. Bleiben Sie wachsam. Weaver hat schon einen Vorsprung. Warte mal. Was habe ich da? Moment, jetzt muss ich erst mal gucken. Das will ich behalten auf jeden Fall. Tauschen wir. Weil das M14 ist eigentlich recht gut. Ich habe zwar mit dem anderen noch mehr Muni, aber ich denke, das wird später noch kommen. Schauen wir mal hier. Mutti hat mir erzählt, dass du einen Orden für Tapferkeit vor dem Feind bekommen hast. Gut gemacht. Nicht, dass das jemanden überraschen sollte. Mich hat es jedenfalls nicht überrascht. Wenn die Leute mal gesehen hätten, wie du Tommy Crothers einen auf die Nase gegeben hast, wären sie auch nicht überrascht. Aber Scherz beiseite. Ich bin stolz auf dich. Ja gut, das ist wohl ein Brief an Pete, genau. Und nicht wirklich relevant hier jetzt, denke ich. Weaver, komm! Wie ist Ihre Position? Agent Weaver, hören Sie mich? Verdammt, Angela! Das ist mein Kampf, Carter. Bleiben Sie weg. Geht nicht. Befehl von Falk. Ich pfeife auf die Befehle vom Alten. Wir brauchen Axis lebend. Wir kriegen die Daten nicht, die die Weißkittel brauchen, wenn seine Verbindung zu Mosaic getrennt wird. Ich habe ihn ewig lang gesucht. Ich weiß, wie wertvoll er für uns ist. Sie töten ihn also nicht, solange wir nicht haben, was wir brauchen. Richtig, Agent Weaver? Weaver. Angela. Ach komm schon, Mädel. Mach nichts Blödes. Das wäre äußerst ungünstig. Riechen Sie das? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ach, wieso habe ich das nicht bemerkt? Ich glaube, es kommt von da oben. Ja. Ich habe so eine Befürchtung, wir müssen hier runter und kommen dann nicht mehr zurück. Ja. War ja klar. Schon wieder. Da, sehen Sie, was machen die da? Die entsorgen was. Keine Ahnung was. Aber egal was es ist, ich werde sie stoppen. Okay. Setzen wir doch schon mal hier solche Türen. Mach dein Geschütz bereit. Geschütz bereit. Genau. Und es ist schon mal äußerst günstig. Mach dein Geschütz bereit. Stelle Geschütz auf. Dass sie uns noch nicht bemerkt haben. Blob so. Ist raus. Und wir ziehen noch mal das dahin. Vermint dieses Gebiet. Genau. Sorgen wir dafür, dass er hier gleich Mine hochgeht. Legen dort. Und dann auf Mine geht's. Gelegt. Genau. So. Habe ich blöderweise die Maus verrissen.
Okay, dann lasst uns mal ein Stück nach vorne gehen. Das ist der letzte. Okay. Sind wir gerade... Es gibt nur einen Weg, der Sache auf den Grund zu gehen. Los, Agents. Echt hart. Okay, Laserimpulsgewehr. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich andere Muni erstmal. Anscheinend kommen wir nicht außen rum. Weiter und Vorsicht, wo ihr hintretet. Oh Gott. Ach, was soll's. Komm, nehmen wir das Laserimpulsgewehr mit. Weil da scheine ich doch mehr zu finden an Muni. Ich hätte zwar lieber das M14. Ja, ich hätte es doch nicht zurücklassen sollen, das Laser-MP. Laser-MP, ach Mann, so. Jetzt. So. Laser-MP will ich doch behalten, Mensch. So, jetzt haben wir... Ja, weiß ich nicht. Was war das denn? Ich depp. Echt mal. Haltet den Druck aufrecht. Genau. Haltet den Druck aufrecht. So, erstmal. Hier, komm. Lass das Ding mal hochgehen. Genau. Nur los mit der Sprache, Weaver. Was machen die hier? Sie haben also ihre Deponie gefunden, hm? Min, ich sag dir ja, sie sollen wegbleiben. Ich bin aus dem gleichen Grund hier wie Sie. Um Axis zu stoppen. Den suche ich im Augenblick gar nicht. Was? Weswegen ist sie dann hier? Sie ist doch wegen Axis hier, dachte ich. Zumindest denken das alle. Großer Gott, jemand hat dieses arme Biest ganz schön zugerichtet. Wir sind 2 Tage lang weggerannt. Haben uns vor den Outsider-Soldaten versteckt. Nicht von der schlauen Sorte, zum Glück. Ich dachte schon, sie würden uns schnappen, als Danny niesen musste. Während sie direkt unter unserem Baum waren. Dieser dämliche Heuschnupfen hätte uns beide umbringen können. Oh ja, Heuschnupfen ist schon echt hart. Ganz besonders in solchen Situationen. Aber es ist recht günstig, dass wir jetzt 2 Geschütztürme haben. Sie haben den ganzen See trockengelegt. Wo schaffen die das ganze Wasser hin? Mich interessiert mehr, wieso sie das überhaupt tun. Okay, dann setz mal dahin. Bringen Sie ein Geschütz in Stellung! Kanonen in Stellung! Genau. Du machst auch mal, da er so schön am Minen verteilen ist, das können Legen wir auch. Legen Sie eine Mine! So, dann setzt du auch mal einen Geschützturm hin. Ach, da können wir gar nicht. Warte mal, vielleicht ein bisschen mehr nach hier. Stellen Sie ein Geschütz auf! Geschütz in Position! Den setzen wir da. Verminen Sie das Gebiet! Und Blob. Der Blob, der könnte vielleicht die Minen kaputt machen von den... Blob, raus! So, und dann, auf dieses Ziel konzentrieren! Ziel anvisiert! Und Mine gelegt! Du schießt mal da drauf. Eliminieren Sie ihn! Ziel wird erfasst! Ja? Unsere Mine ist hochgegangen! Die Drohne! Sie heilt sie! Ach, dieses scheiß Drohnen! Nähern sich um! Okay. Ja, das Impulsgewehr ist ganz gut gegen den. Wir sind hier leichte Beute. Befehle bitte! Alle Ziele eliminieren. Ich bin bei Ihrem Pumpwerk, Weaver. Wo sind Sie? Vor Ihnen. Aber rechnen Sie mit Widerstand. Ich war etwas laut bei meiner Ankunft. War ja klar. Warte mal, das Ding lösen wir kurz mal aus. Kommt her, Jungs. Macht keinen Blödsinn. So, da will ich hin. Energiemagazin. Schön. So. Dann will ich da nochmal schauen. Warte mal, auf der anderen Seite vielleicht noch. Vielleicht liegt hier noch irgendwas rum. Glaubt zwar nicht. Er hat auf jeden Fall noch was bei sich. Streulaser. Nein. Ich will keinen Streulaser, Mann. Hier. So, schön. Energiemagazin. Das ist gut. So, hier. Das Ding mal auslösen. Und ja, und der Depp rennt natürlich dahin. Und ne?
Dass die immer so weit vorne stehen müssen. Okay, das ist auf jeden Fall voll. Das ist gut. Das andere Ding muss ich noch voll kriegen. So. Ja, ich denke, ich könnte wahrscheinlich auch auf diese komischen Minen schießen. Allerdings will ich keine Muni dafür verschwenden. Sehe ich nicht ein. So, schauen wir hier nochmal. Einmal voll. Gut. Was? Haftgranate? Ernsthaft? Ey, wisst ihr was? Das nehmen wir mal mit. Komm schon, gib die andere Haftgranate. Geht nicht? Nuklearwerfer. Das ist Splittergranate, Haftgranate will ich. So, genau. Da ist noch eine Haftgranate. Jetzt kriegen wir's. Ja. Jetzt haben wir drei Haftgranaten. Das Angela, da ist eine Barriere. Wie kommen wir da durch? Sie müssen sie senken. Da war ein Teleporter, aber dann wurde es hitzig. Sie haben ihn hochgejagt? Ich hatte nicht mit Gästen gerechnet, Carter. Warte mal. Ich will mal kurz gucken. Nee, wir behalten das. Das macht mehr Damage. Einer von ihnen muss dieses System überbrücken. So, wie? Einer von ihnen muss das System überbrücken. Wie jetzt? Energiesperrtafel. Okay, ja, er schon dann. Dabei. Okay. Oh. Äußerst ungünstig. Du stellst mal gleich das Teil hier auf. So. Bringen Sie ein Geschütz in Stellung. Kanonenstellung! Angekommen! Ja, auf dieses nein, Ziel konzentrieren. Schalte geplant. Ziel aus. Genau, das da wollte ich. Dass er uns nicht zu nahe Legen kommt. Sie eine Mine. So, und den Blob schicken wir auch gleich mal rein. Blob eingesetzt. Mine gelegt. So. So, diese das weg. Macht die Barriere. Ist gleich unten. Mine ist hochgegangen. Ja. Komm. Wir haben es fast geschafft. Genau. Sie kommen näher. Befehle. Wieder einer weg. Sie verfügen über Panzerung. Worauf schießt das Teil denn? Ah. Hau mal noch eine Mine dahin. Komm schon. Dass wir uns nicht zu nahe kommen hier. So. Verminen Sie das Gebiet. Genau. Und, nee, ich kann im Moment nicht viel machen. Sau blöd. Weiter, weiter! Wir kommen durch! Ey, komm schon, komm schon, komm schon! Da! Erledigt. So, okay. Lass sie unseren Block erledigt haben. Wir haben jetzt sozusagen schon fast gewonnen. Wieso schießt das Ding in diese Richtung? Was ist das für ein Scheiß? Warte mal. Gehen wir mal hier hin. Ziel ausgeschaltet. Ziehen wir weiter. Ich hab den gar nicht da gesehen. Sie ist das unten. Ist krass. So, ich nehme die Splittergranaten wieder mit. So, dann Muni. Hier gleich wieder aufladen. Laser-Impulsgewehr. Genau. Brauchen wir. Haben wir hier noch mehr davon? Ne, die Muni ist voll. So, okay. Gut, dann machen wir uns weiter hier. Meine Fresse. Echt hardcore hier. Nee, das war auch nur mit Energiemunition. Das war das Gleiche. Will? Sind Sie da? Das ist ja eine irre Anlage hier. Ich habe so das Gefühl, die gibt es schon länger. Richtig. Viel länger, als ich gedacht habe. Was macht Sie so sicher? Kommen Sie her.
Sie müssen sich etwas ansehen. Tja, waren sie vielleicht schon die ganze Zeit unter uns, die Aliens? Ich wusste schon immer. Sie waren die ganze Zeit unter uns. Sie spionieren uns aus. Okay, war ein bisschen übertrieben, aber hey, man gönnt sich sonst nichts. Sprechen wir mit Angela? Wheeler. Sein Name war Pete. Ihr Bruder? Ja. Axis hat ihn mir genommen. Ich bin hier, um ihn zurückzuholen. Okay. Axis hat trotzdem Top-Priorität. Wo ist er? Er ist noch irgendwo im Labor. Er wird nicht fliehen. Das hier ist ihm zu wichtig, als dass er es aufgeben würde. Was genau treiben die eigentlich hier? Sie entwickeln die Hypnosekrankheit weiter. Testen neue Toxine und Verbreitungsarten. Das ist Ground Zero. Dazu also diese Anlage. Sie entwickeln die Krankheit an lebenden Testobjekten. Und ihr Bruder? Pete war eines der ersten Testobjekte. Diese Anlage existiert schon lange. Viel länger, als ich gedacht hätte. Dann wird es Zeit, sie stillzulegen. Okay. Wie stehen Pete's Chancen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist er seit Jahren hypnotisiert. Aber ich lasse nicht zu, dass er für immer verschwindet. Er hat Glück, dass er sie als Schwester hat. Ich bin ein Jahr jünger als er. Aber in der Schule wurde immer er verprügelt, bis ich alt genug war, um zuzuschlagen. Axis wird's härter treffen. Gut, also ihr Bruder ist schon länger... Naja gut, kommt sicher noch einige Informationen später. Aber wo ist Axis? Was macht sie so sicher, dass Axis hier ist? Hier haben sie das Toxin perfektioniert und verbreiten es immer noch an der ganzen Westküste. Es ist ihm also zu wichtig, um einfach zu fliehen. Genau, ich suche Axis seit Jahren. Zunächst ohne zu wissen, wer er ist. Wenn er eine Schwäche hat, dann seinen Stolz. Auf seine Arbeit und sein Volk. Er zieht jetzt nicht den Schwanz ein. Ey, toll. Ich wollte wissen, wo Axis genau ist. Und nicht, ob Axis hier ist. Ja, ich weiß, dass der hier ist. Okay, warum missachten Sie Befehle? Genau. Sie ist ja einfach drauf los, ne? Warum sind Sie abgehauen? Warum überlassen Sie Axis nicht mir und meinem Team? Hätte ich das getan, selbst wenn Sie Axis gekriegt hätten, hätte ich nie erfahren, was mit Pete ist. Sie hätten was sagen können. Nein. Hätte ich nicht. Carter, ich bin eine Frau in einem Männerjob. Emotionen kann ich mir nicht leisten. Ja, aber anscheinend hast du trotzdem Emotionen. Und, ne? Weiß schon. Frau nehmen. Los, legen wir den Laden lahm. Ist nicht schwierig, wenn wir zusammenhelfen. Ich bleib hier und sehe nach, wo sie Pete festhalten. Und wo sich Axis versteckt. Aber dass sie mir nicht wieder abhauen. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Glauben Sie mir, Will. Ich laufe ihnen nicht weg. Also mit Frauen eben meine ich nicht, dass man keine Emotionen haben sollte, aber mit Frauen eben meinte ich, dass sie einfach drauf losstürmen und völlig kopflos da solchen Mist da machen. Ne? Warte mal, was ist das? Überqueren Sie die Brücke und gehen Sie weiter runter, Will. Ich überprüfe Ihre Systeme von hier aus. Geben Sie Bescheid, wenn Sie sie finden. Warte, ich will erstmal schon ein bisschen umschauen. Weil ich denke, dass hier auch noch was Interessantes auf mich wartet. Oder auch nicht. Gut. Dann eben nicht. Also doch direkt über die Brücke. Hätte ich mir den Weg sparen können. Und wieder einmal das Buch geschrieben. Der Weg war umsonst. Okay. Rechts oder links? Ich nehme an rechts, aber ich will trotzdem mal hier links schauen. Vielleicht finden wir ja noch ein interessantes Pack oder so. Das sind Versuchsobjekte? Naja, er liegt zumindest sehr gemütlich da. Ne? Gehen wir weiter. Warum stehen dann so viele Betten leer? Was ist aus ihnen geworden? Ja, wir haben sie ja gesehen. Als der Test beendet war, hat man sie einfach draußen entsorgt. Dafür werden sie büßen. Stimmt's, Commander? Oh ja, das schwöre ich. Oh.
Okay. Da haben wir nochmal schön hier. Muni kriegen wir hier. Trupp hat Zugriff auf neue Ausrüstung. Okay, auf neue Ausrüstung. Will ich doch gleich mal schauen. Ausrüstung. Was für neue Ausrüstung? Ah. Haftgranate. Ja, die Haftgranate hat sich nicht so wirklich so, ne? Ich behalte das lieber so. Die Haftgranate, die gefällt mir nicht so wirklich. Egal. Auf jeden Fall müsste jetzt unsere Muni komplett wieder voll sein. Jo, aber weitermachen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, wir finden dann auch Access. Und zwar lebend. Nicht, dass Viva uns da irgendwie dazwischen kommt und Blödsinn macht. Ich sag bis dahin. Und tschüss.